Wie geht's? This is Welsh ASMR 82. Hey, how are you doing? In diesem ASMR-Video auf Deutsch. Ich lese Fakten über Städten in Europa vor. Ich lerne Deutsch, weil ich Fakten über Städten sehr interessant finde. Ich hoffe, dass dieses Video sehr entspannend ist und, ich weiß nicht, informativ, interessant auch. Okay. Wir starten mit Paris. Paris, auf Französisch Paris, ist die Hauptstadt der Französischen Republik, Hauptort der Region Île-de-France und Globalstadt. Mit rund 2 Millionen Einwohnern ist Paris die viertgrößte Stadt der Europäischen Union. Der Großraum ist mit über 12 Millionen Menschen die größte Metropolregion der EU. Mit einer vergleichsweise kleinen Stadtfläche von 100 Quadratkilometern ist Paris mit 20.000 Einwohnern pro Quadratkilometer die am dichtesten besiedelte Großstadt Europas. Das zusammenhängend bebaute städtische Siedlungsgebiet ist 2845 Quadratkilometer groß und geht somit weit über die politische Grenze der Stadt Paris hinaus. 2015 zählte die Unité Urbaine de Paris 10 Millionen Einwohner, was eine Bevölkerungsdichte von 3.763 Einwohnern je Quadratkilometer entspricht und womit Paris zu den Megastädten zählt. Paris ist das politische, wirtschaftliche sowie kulturelle Zentrum des zentralistisch organisierten Frankreichs und mit 4 Flughäfen und 6 Kopfbahnhöfen dessen größter Verkehrsknotenpunkt. Teile des Seinhöfers zählen heute zum UNESCO-Welterbe. Die Stadt ist Sitz der UNESCO und darüber hinaus der OECD und der ICC. Sehenswürdigkeiten wie der Eiffelturm, die Kathedrale Notre-Dame oder der Louvre machen die Stadt zu einem beliebten Touristenziel mit rund 16 Millionen ausländischen Touristen pro Jahr.
ist die Stadt hinter London und Bangkok einer der meistbesuchten Städte weltweit. Okay, sehr schön. Jetzt, wir reisen hier nach England. Ich bin aus Swansea in Wales. Aber hier ist London. London, deutsche Aussprache London oder gelegentlich London, englische Aussprache London, ist zugleich die Hauptstadt des Vereinigten Königreiches und Englands. Die Hauptstadt in Wales ist Cardiff, natürlich. Die Stadt liegt an der Themse in Südostengland, das heutige Verwaltungsgebiet mit 33 Stadtbezirken entstand im Jahr 1965 durch die Gründung von Greater London. Dort lebten 2022 rund 8 Millionen Menschen, davon rund 3 Millionen in den 13 Stadtbezirken inner Londons. In der gesamten Metropolregion London lebten 2019 knapp 14 Millionen Einwohner. Viel. Cardiff, walisisch Caerdydd, ist die Hauptstadt und bevölkerungsreichste Stadt von Wales im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland. Die Stadt liegt zusammen mit einigen Dörfern im Umland in der Principal Area City and County of Cardiff. Cardiff hat eine Bevölkerungszahl von 300.000, Stand 2019. Im Großraum leben über 1.100.000 Einwohner. Cardiff befindet sich im Vereinigten Königreich, ganz im Süden von Wales, an der breiten Mündung des Severn. Durch die Hafenstadt fließt der River Taff, Avon Taff auf Walisisch, von dem die Stadt ihren Namen hat, Caerdydd, fort am Taff. Mit Namensvariation Taff und Diff, Dith. Eine andere von modernen Gelehrten bestrittene Ableitung des Namens nach dem Historiker William Camden geht auf Aulus Didius Gallus zurück, Caerdydd, fort des Didius. Okay, hier in Belgien, Antwerpen. Antwerpen, Franz Anvers, ist
ist eine Hafenstadt in der belgischen Region Flandern und die Hauptstadt der Provinz Antwerpen. Als Verwaltungseinheit ist die Stadt mit über 500.000 Einwohnern die größte des Landes. Die Agglomeration Antwerpen ist mit 1 Million Einwohnern nach der Region Brüssel-Hauptstadt die zweitgrößte in Belgien. Von großer internationaler Bedeutung ist Antwerpen durch seinen Seehafen. Den zweitgrößten Europas sowie als weltweit wichtigstes Zentrum für die Verarbeitung und der Handel von Diamanten. Antwerpen war im 15. und 16. Jahrhundert eine der größten Städte der Welt. Zeitweise der wichtigste Handelsmetropole Europas und als bedeutendes kulturelles Zentrum Wirkungsstätte von Künstlern wie Peter Paul Rubens. Die Stadt war 1920 aus Dragonsort der Olympischen Sommerspiele und 1993 Kulturhauptstadt Europas. Interessant. Okay. Rotterdam hier. Rotterdam ist mit 600.000 Einwohnern nach Amsterdam hier die zweitgrößte Stadt der Niederlande. Die Region Rotterdam umfasst etwa 75 Millionen Einwohner. Rotterdam ist aufgrund des größten Seehafens Europas ein bedeutender Verkehrsknotenpunkt für den Güterverkehr neben Amsterdam und Den Haag. Ist Rotterdam zudem eines der kulturellen Zentren der Niederlande? Rotterdam verfügt über eine Universität, mehrere Fachhochschulen, eine Musikhochschule und eine Kunstakademie. Sie ist die führende Industrie- und Handelsstadt der Niederlande. Auffällig ist die Rotterdamer Wolkenkratzer Silhouette, die sich seit Mitte der 1980er Jahre entwickelt hat. Jetzt wir reisen in der Schweiz nach Zürich. Zürich, Französisch, Zürich, Italienisch, Zurigo, Romansch, Grischun, Turitg, ist eine schweizerische Stadt, politische Gemeinde sowie Hauptort des gleichnamigen Kantons.
Stadt Zürich ist mit 500.000 Einwohnern die größte Stadt der Schweiz und weist eine Bevölkerungsdichte von 4.655 Einwohnern pro Quadratkilometer auf. Das Umland ist ebenfalls dicht besiedelt. Die städtische Bebauung und Infrastruktur setzt sich im Nordosten und Nordwesten der Stadt sowie entlang des Zürichsees nahtlos fort. In der Agglomeration Zürich leben etwa 1 Million Menschen, ein Sechstel der Schweizer Bevölkerung. Der Bezirk Zürich ist mit dem Stadtgebiet identisch. Innsbruck, im lokalen bayerisch-österreichischen Dialekt Innsbruck ausgesprochen, ist eine Großstadt im Westen Österreichs und Hauptstadt des Bundeslandes Tirol. Wahrzeichen der alten Hauptstadt der gefürsteten Grafschaft Tirol ist das Goldene Dachl. Mit 131.000 Einwohnern ist Innsbruck die bevölkerungsreichste Stadt Tirols und zugleich fünftgrößte Stadt Österreichs nach Wien, Graz, Linz und Salzburg. In ihrem Ballungsraum leben rund 300.000 Menschen. Zusätzlich haben etwa 30.000 Studenten der Innsbrucker Universität. Der Medizinischen Universität Innsbruck und sonstige Personen hier einen Nebenwohnsitz. Täglich wurden 2019 rund 3.000 Übernachtungen von Städtetouristen gebucht. Mailand, italienisch, Milano, lombardisch, Milan, lateinisch, Mediolanum, ist mit rund 1 Million Einwohnern die zweitgrößte Stadt Italiens und Hauptstadt der Region Lombardei sowie der Metropolitanstadt Mailand. Die Metropolregion war 2006 mit 7 Millionen Einwohnern der größte italienische Ballungsraum. Einst eine Gründung keltischer Siedler erlebte die Stadt im Römischen Reich einen raschen Aufschwung. Mailand unterstand in seiner Geschichte dem Einfluss deutscher, französischer und österreichischer Kaiser und wuchs nach der Einigung Italiens zur größten Industriestadt des Landes. Sie ist heute die führende Kultur, Medien und
Modemetropole Italiens, einer Universitätsstadt und ein internationaler Finanzplatz als Sitz der italienischen Börse. Sie beherbergt ein Weltkulturerbe historisch bedeutsamer Bauwerke und vielfältige Kunstschätze, die mehrere Millionen Touristen pro Jahr anziehen. Die Messestadt ist dank ihrer verkehrsgünstigen Lage in der oberitalienischen Po-Ebene ein Knotenpunkt des Schienen- und Autobahnnetzes und zweitgrößtes Luftfahrtdrehkreuz Italiens mit drei internationalen Flughäfen. Milano. Okay, ich hoffe, dass dieses Video sehr entspannend war und ja, sehr, sehr interessant und informativ. Dankeschön. Okay.